Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben und in den 50 Jahren, die ich in Deutschland bin, ein bisschen mehr als 50, hintereinander weg. Meine Jugend habe ich auch in Deutschland, in Berlin erlebt. Ich habe in diesen vielen Jahren viele Literaturpreise bekommen. Sehr viele, darunter auch die höchsten, wie den Goethe-Preis, den Thomas-Mann-Preis und einige andere. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede, es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet, für die Preise zu danken. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Und der Intendant Schächter sagte mir, bitte, bitte, bitte nicht zu hart. Ja, in der Tat, ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich, aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Es gibt ja Abende, die man ganz schön erlebt. Nein, nicht, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, mit der Lektüre von Goethe oder Bertolt Brecht. Nein, man kann im Arte-Programm manchmal sehr schöne, wichtige Sachen sehen. Ich habe auch früher häufig Wichtiges im Dreisat-Programm gesehen. Aber das hat sich jetzt geändert. Meist kommen da schwache Sachen, aber nicht der Blödsinn, den wir hier zu sehen bekommen haben. Ich will nicht weiter darüber reden. Es sind ja auch Kollegen von mir hier auf der Bühne gewesen. Stefan Auth, Markwort und Thomas Kotz. Darf ich einen Rettungsversuch unternehmen? Los. Also, ein Vorschlag zur Güte. Sie haben wie immer völlig recht. Aber ich finde, wir sollten uns rächen. Sie können nicht einfach nach Hause gehen. Passen Sie auf. Hier sitzen die Intendanten des ZDF, ARD, RTL. Wir setzen uns gemeinsam eine Stunde im Fernsehen hin. Wir stellen diesen Preis in die Ecke und reden über alles das, worüber man im Fernsehen nicht mehr redet. Über Bildung, über Lesen, über Erziehung. Über Literatur zum Beispiel. Darf ich das sozusagen als ein Güteangebot, die Herrschaften können sich gerne darum streiten, ARD, ZDF, RTL ist durchaus eingeladen, aber ich würde, damit sozusagen Sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, würde ich den für Sie aufbewahren. Wollen wir einfach dieses im Programm, wollen wir ZDF, wir können gerne zusammenschalten, ARD will auch, bitte einigt euch, wir schalten gerne zusammen. Wir machen das an einem Sonntagabend, Lau, und ich bereite mich auf diese Veranstaltung vor. Ist das in Ordnung? Jawohl, ich akzeptiere das. Wenngleich skeptisch, ob was drauf wäre. Das ist in Ordnung. Ob wir beide was erreichen werden. Im Voraus, was der eine oder andere Intendant sagen wird. Der wird nämlich sagen, ihr habt ja recht, aber das lässt sich nicht so einfach realisieren.
Sie haben den Ehrenpreis des deutschen Fernsehens. Sie dürfen alles im Fernsehen, wenn Sie ihn nehmen. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, also, lieber, wir wollen hier nicht zu lang das machen. Ich muss Ihnen nur noch eine kurze Geschichte zum Abschluss erzählen. Aber wir haben uns ja geeinigt und Gottschalk hat einen guten Vorschlag gemacht. Wollen wir sehen, was daraus wird. Jetzt will ich Ihnen eine Geschichte ganz kurz erzählen. Eine wahre. Der große sowjetische Cellist Rostropowitsch wurde nach Salzburg eingeladen. Da gab es noch die Sowjetunion. Und er kam zum ersten Mal nach Salzburg. Er spielte mit Herbert von Karajan als Chef der Berliner Philharmoniker. Damals spielte Rostropowitsch das große Cello-Solo in Don Quixote von Richard Strauss. Zum ersten Mal im Leben hat Karajan diesen Rostropowitsch überhaupt gesehen. Er kannte ihn nicht, aber man sagte ihm, ein großer Künstler. Als Rostropowitsch fertig war, als das zu Ende war, die Probe, sagte Karajan ganz knapp: Herr Rostropowitsch, ab heute sagen wir zueinander du, und umarmte ihn. Und diesem Vorschlag folge ich. Mein Lieber, sagen wir uns du ab heute. Oh. Marcel Reich-Ranitzky.